Praxe, habe ich schon Hallo gesagt? Ich glaube schon, oder? Und hallo Thompson, wie geht's? Perfekt für einen Demon Run. Soll ich denn mal absichtlich auf Kisten und Türen schießen? Dann mache ich das mal. Was haben wir denn hier? Party Popper. 10 Bullets? Moment mal, was? Launch 10 Bullets after the bomb explodes. Ach so, wenn ich Granaten werfe, schießen die Projektile raus oder so in der Art anscheinend. Dann ist gut. Dann aber doppelt hält besser, Abraxe. Warum nicht? Warum habe ich eigentlich 5 Granaten von Anfang an? Und sogar einen Schlüssel. Ach, wahrscheinlich wegen dem Partypopper, ne? Sehr gut. Ah, das wäre auch... Ne, wäre doch nicht. Egal, passt schon. Ich dachte gerade, ich hätte von unten auch das Fass zerschießen können, aber stimmt gar nicht. Hätte ich gar nicht können. Mir geht's auch gut, dankeschön. Alles cool soweit. Komm schon, Schlüssel. Na, ein Eis auch nicht schlecht. Aber ein Schlüssel wäre mir jetzt hier schon lieber gewesen. Ach so, genau. Schießen. Drauf schießen, oder? Bei der funktioniert das scheinbar nicht wirklich, oder? Ich hätte auf die anderen Kisten schießen sollen. Ach, ich kenne mich noch nicht aus. Das müssen wir noch üben. Hallo, Michi-Killer. Ach, nicht wirklich, glaube ich. Das ist ein Roguelike-Spiel. Das startet immer wieder von vorn. Da hast du... glaube ich, 2 Runs bis jetzt verpasst und der erste war der Tutorial-Run, der zählt kaum. Jo, mach das, Thompson. Genau, auf die Dinger kann man schießen, ne? Und dann werden die so. Und dann tun die mir weh. Und lösen sich dann auf. Und ich verstehe nicht, was gerade passiert ist. Wow, ist die Kiste gerade explodiert? Das ist neu. Das ist gefährlich. Ist das so, Zakorak, wenn du noch da bist? Dass man eben auch wie bei Binding of Isaac, weil das erinnert mich wirklich in vielerlei Hinsicht, deswegen vergleiche ich es immer damit, die versteckten Räume irgendwann quasi am Kartendesign erkennen kann, dass man weiß, okay, der versteckte Raum muss entweder hier, hier oder hier sein, ganz klar. Und dann kann man die leichter finden mit ein bisschen Erfahrung und Augenmaß. Oder sind die wirklich so random, dass man da keine Chance hat, das zu erraten? Oh, die Waffe wird cool aussehen, aber da brauche ich halt erst 50 Gold und ich habe 17. Hm. Ach so, die Leiste unten hat sich gefüllt. Ah ja, die Belohnung kriege ich quasi erst, wenn die Bosheitsleiste voll ist. Ich verstehe. Okay. Meine Dämonen, meine böse Spielleiste. Oh, kann ich die Kisten zusammenschieben? Nee, auch nicht. Gemeinheit. Naja, eine Granate habe ich noch. Ja, die Räume sind immer bei dem Doppelräumen. Aha. Ich verstehe. Also wäre zum Beispiel hier irgendwie ein guter Kandidat für einen versteckten Raum. Werfe ich den, spreng ich den mit Bomben frei? Hm. Also wenn er hier ist, dann wohl nicht mit Bomben freisprengen. Das war meine letzte Bombe. Nein! So ist das eben. Hier muss ich Geld zahlen, oder? 5 Münzen? Oh, nee. Gerade nicht.
Moment mal, hä? Warum wird mir der Raum noch... Nee, habe ich nur falsch interpretiert. Ich dachte, der wird mir noch als leer angezeigt, aber stimmt gar nicht. Also als unerforscht. Hey, Abraxe, danke schön für die Bit. Yippie! Das Bitglas wird aufgefüllt. Schön. Immer schön zu sehen. Tada! Yeah! Dankeschön, das freut mich. Super nett von dir. Doch mit Granaten oder mit bestimmten Waffenmods? Okay, dann war hier einfach kein versteckter Raum. Dann war es zumindest in dem Sinn keine verschwendete Granate, weil es hätte genauso gut sein können, dass er da ist. Und nichts ins Leere geschlüpft. Das erinnert mich, da kriege ich so krasse Double Dragon 2 Flashbacks. Ich habe das so gehasst. Und mittlerweile ist Springen in modernen Spielen zum Glück ein bisschen leichter als damals in Double Dragon. Das müsst ihr euch wirklich in Double Dragon 2, wenn ihr es nicht kennt, so vorstellen, wie gerade eben mit diesen Plattformen, die auftauchen und wieder verschwinden, nur ein bisschen komplizierter angeordnet. Und man springt, indem man die zwei NES-Tasten gleichzeitig drückt, relativ genau, und dann immer nur einen unveränderbaren, exakten Bogen, der immer gleich ist, aber man kann nicht lenken oder sowas. Man muss quasi auf der Plattform, die gerade verschwindet, im richtigen Moment beide Tasten gleichzeitig drücken und zwar in der richtigen Entfernung zur Plattform, die gleich erscheinen wird, muss ich dann relativ schnell aus der ich bin erstmal geduckt Animation umdrehen, richtig positionieren und wieder weiterspringen. Und es war unmöglich. Es war furchtbar. Es war die Hölle. Das dritte Level in Double Dragon 3 und oft mein letztes. Ah, gute Zeiten. Doch, ich hab pro Level wird ein geheimer Raum schon generiert. Das habe ich schon freigeschaltet. Deswegen komme ich überhaupt drauf, dass es welche geben muss. Oh, da komme ich leider nicht hoch. Zum Boss will ich aber auch noch nicht. Gehen wir erstmal da unten noch weiter. Da gibt es noch ein paar Räume. Ich finde diese mit Neonfarben versprühten und dekorierten alte Götterfiguren schon in coolen Stil irgendwie. Das gefällt mir auch. Ah, guck mal. Ist das ein Geheimraumanzeichen oder ist das nur Spaß? Rock. Na, warum nicht? Ist das Dwayne? Dwayne The Rock Johnson? Das war der Geheimraum. Okay. Vielleicht kriege ich ja noch eine Granate. Erstmal kriege ich Messer und Gabel. Und das heißt, ich heile mich mit Nahkampfangriffen, oder? Ach so, knapp daneben. Woher habe ich eigentlich die Kochmütze? Oder was ist das? Eine Krone und eine Kochmütze? Geil. Ich bin der König der Köche. Der Kochkönig. Gibt es sowas hier auch? Muss es doch fast geben, oder?
Leider nicht, aber ich finde, das passt sehr gut zu dem Spiel. Weil das sieht fast so aus wie der Coverheld. Wenn das jetzt noch mit der Musik vom Spiel gelingt wäre, das wäre cool. Naja, so ist das eben. Ich meine, ich habe zwar keinen Kochhut, aber wenigstens eine Krone geht. Tada! Sehr schön. Okay. Schlüssel. Yeah, irgendwo brauche ich einen Schlüssel nämlich. Kein Mensch braucht diese Kristalle. Ich habe nicht mal eine Spezialfähigkeit mit der Figur anscheinend. Oder vielleicht noch nicht. Aber irgendwo war eine verschlossene Kiste noch. Ah ja. Jetzt habe ich eine Granate. Irgendwo brauchte ich noch eine Granate nämlich. Ach ja, versteckter Raum. Yeah. Nein. Oh. Die neuen Götter sind grausam zu mir. Bräuchte ich noch eine Bombe und habe keine mehr. Wie viel Gold habe ich? Zu wenig, als dass es sich lohnt, zum Händler zu gehen. Ja, einen Raum gibt es da oben noch. Ach nee, da komme ich nur mit Schlüssel hin. Naja, dann ist Bosszeit, würde ich sagen, leider. Hilft nix. Kann man nix machen. In der ersten Stage wird er angezeigt. Ah ja, gut zu wissen. God of Pills schon wieder. Den kennen wir ja schon. Herzcontainer und Weapon Damage. Ne, warte mal. Nochmal. Trade your IQ for power. At a hard container, increase your weapon damage, but it reduce your rate of fire. Okay. Da bin ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Naja, kann man wohl nichts machen. Du musst nochmal zum Händler. Okay. Aber kann ich mir für 40 was leisten? Ach so, warte mal, das ist falsch hier. Ich kann mir eine Granate kaufen beim Händler. Und auf die Tür schießen. Und ein Herz opfern. Auf die Slot-Tür da oben. Oder wo auf die Tür? Ne, auf die nicht anscheinend. Ich habe die Händlertür schon geöffnet. Hätte ich die böse machen können oder sowas? Ja, aber das ist doch perfekt dann, Aldus. Dann klingt es doch so, also so Roguelikes, die es drauf ablegen, dass du die Maps immer möglichst erkundest, bevor du ins nächste gehst, sind doch dann perfekt. Dann kaufe ich die Granate. Und spreng damit noch die Kisten im Geheimraum frei. Das ist trotzdem eine gute Idee. Hat sich trotzdem gelohnt. Der Lauf. Also, je nachdem, was wir jetzt hier drin kriegen. Aber bestimmt. Okay. Ach ja, aber das Herz kann ich noch aufsammeln. Ich kaufe mir eine Granate und spreng damit eine Granate frei und spreng mit der Granate die Kiste frei und in der Kiste ist eine Granate. Sehr gut. Als wäre ich nie in den Geheimraum gegangen. Cool. Dann auf ins nächste Level. Oh Gott. Nee, ich glaube, der Zyklop bin ich erst, seit ich den Fleischklumpen aufgehoben habe.
Ja, mir geht's bei Fallout 4 auch so. Und mich nervt es bei Bethesda-Spielen schon immer, dass sich die Welt resettet. Weil wenn ich die Welt perfekt ausgeräumt habe oder so ein Dungeon, möchte ich nicht, dass der sich wieder auffüllt. Der soll leer bleiben. Für was habe ich den denn stundenlang aufgeräumt und ausgeleert? Mensch. Wenn ich das dann irgendwie 2 Spieltage später wieder machen darf. Furchtbar. Moment, wenn ich was aufhebe, while in this room, jedes Mal, wenn ich in einem Raum was aufhebe, wird mein Waffenschaden stärker dadurch. Okay, cool. Yeah! Jetzt bin ich ein Dämon, was auch immer das bedeutet. Aber ich hab's geschafft. Keine Ahnung. Auch das erinnert mich an Binding of Isaac. Da kann man nämlich auch gut oder böse spielen. Da gibt's so eine Art Moralsystem. Wenn man zum Beispiel... Warte mal ganz kurz. Ich muss was trinken. Wenn man zum Beispiel... einen Händler mit einer Bombe in die Luft sprengt, dann droppt er ab und zu eine Münze oder einen Schlüssel oder irgendwas Nützliches, aber man kriegt negatives Karma. Und je nachdem landet man dann am Schluss in der Hölle oder im Himmel. Oder kriegt auch Unterstützung vom Teufel oder von den Engeln. Wobei man in Binding of Isaac nicht weiß, was schlimmer ist. Die Engel sind schlimmer. Ich habe da anscheinend Geld irgendwo liegen lassen. Das schaue ich noch mal kurz. Na komm. Warum komme ich denn nicht hoch? Ja. In Resident Evil hattest du das Problem immer mit... dieser Gang, dieser Raum war sauber. Ja, aber Resident Evil, gerade die Alten, machen das ja sehr geschickt. Die spielen ja damit. Die wissen ja, dass du glaubst, dieser Raum ist sauber. Und wenn du dann zum 5. Mal durchläufst, springt auf einmal ein Hund durchs Fenster. Das ist schon ziemlich clever von denen damals gewesen. Weil ich meine, heute ist das nichts Besonderes mehr, aber damals war das schon ein Regelverstoß. Wenn ein Raum sauber ist, ist der sauber. Wieder kommt plötzlich ein neuer Gegner. Bringt mir jetzt was, Sakurak, wenn ich noch mehr böse Kisten erschaffe? Jetzt, wo ich ein Dämon bin? Jetzt, wo die Dämonleiste voll ist? Oder kann ich jetzt damit aufhören? Oder bringt jetzt erst recht was? Vielleicht. Nein, hätte ich da drauf schießen sollen, auf die Kiste? Ich war mir nicht sicher. Ich habe mir gedacht, jetzt ist wahrscheinlich auch schon wurscht. Und ich habe so viel Kristalle. Tja... Gott ist wie der Teufel, nur mit besserer PR-Abteilung. Ich meine, wenn man sich das Alte Testament mal genau anguckt, ist Gott so viel schlimmer als der christliche Teufel in jeder Hinsicht. Du musst dringend zum Teleporter. Okay, ich bin hier. Gehen wir hier hin. Soll ich beim Händler auf die Tür schießen? Teleporter. Hier und zum Geheimraum dann die Tür anschießen. Meinst du die Tür? Ich schieße auf die Tür jetzt. Jetzt ist das eine Dämon-Tür und jetzt berühre ich die. Jetzt kriege ich Schaden und sie geht auf. War das jetzt richtig? Nein? Oh Gott, was denn dann? Du musst mir jetzt eine ausführliche Anleitung schreiben, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nicht, was für ein Geheimraum. Ach, der Geheimraum.
Ich verstehe, jetzt wo die Leiste voll ist, kann ich quasi hier hin. Und wie füllt sich dann die Heiligenleiste? Ich habe den Raum nicht gesehen auf der Minimap. Oh oh, ach so. Evil Bracelet. Midnight Mask. Strange Mask. Ich nehme die Midnight Mask, die hat Style. Weiß nicht, ich glaube mit meinem Zyklopenauge sehe ich nichts mehr. Ach so, das ist über der Maske, gut. Kann ich jetzt... Nee, kann ich nicht. Was macht denn die jetzt eigentlich? It's Friday. Ja, genau. Increase your weapon's damage when you get hurt. Okay, cool. Jetzt ist die Leiste wieder leer. Nee, ist sie gar nicht. Aber jetzt. Aha, ich verstehe die Mechanik jetzt. Ich fülle quasi während des Spielverlaufs entweder eine heilige oder eine Dämonenleiste auf. Und wenn die voll ist, erscheint ein super Raum, zu dem ich mich teleportieren kann. Alles klar. Ein wilder Affe! Yippie! Und jetzt hätte ich die Tür... Genau, ich verstehe es jetzt schon. Ich hätte mir die Tür und die Kiste aufheben sollen für jetzt. Oh, du bist ja ein Gegner. Ich dachte, du bist mein fliegender Affe im Augenwinkel irgendwie. Blöd. Gold? Ah, komm schon, gib mir die Münze, Gemeinheit. 40 Gold? Damit kann man vielleicht mal zum Händler gucken. Aber, naja. Schlüssel wäre cool. Dann wäre die Leiste wieder halb voll. Ja, ich hab's jetzt schon verstanden. Granate brauchte ich irgendwo, glaube ich, sogar wirklich. Aber ich will lieber sparen. Vielleicht kriegen wir noch 10 Gold, dann kann ich diesen Raketenwerfer kaufen. Und falls es wirklich ein Raketenwerfer ist, werde ich mich damit höchstwahrscheinlich ziemlich schnell selber töten. Aber das ist okay. Das ist es wert. Cool. Ein Panda ist unser Bär geworden. Okay, auf zum Boss. YOLO. God of Idols. Ach, komm schon. Oh, die Hitbox ist bei der schon da, bevor sie überhaupt da ist. Oh oh. Das war nicht so schwer. Was haben wir denn hier? Ein Bier. Ein Creme-Bier. Ein Bier, das mit Sicherheit kein Milchshake ist. Ein Herzcontainer und ein Kristallcontainer. Okay, cool. Dann können wir uns noch einen Kristall mitnehmen ins nächste Level. Ist okay. Kein Problem. Ich mach nur Spaß, Sakurak. Du hast das halt mit deinem One-Liner zu schlecht beschrieben, Sakurak. Ach, Quatsch, das stimmt nicht. Nee, ich hab das erst... Manchmal muss man das selber erst erfahren, damit man es wirklich checkt. Weil ich habe auch am Anfang nicht verstanden, woher dieser heilige Raum plötzlich gekommen ist. Der war einfach da. Und jetzt fülle ich dann so eine Dämonenleiste und ich habe das nicht in Verbindung gebracht miteinander, was genau wie was beeinflusst. Aber jetzt checke ich schon. Wir haben keinen Schlüssel, keine Granate. Ich könnte auch mal kurz in den Raum da unten gucken, was da das Problem war, warum ich da den Schatz nicht mir geholt habe. Nee, das ist im Chat ja auch total blöd. Finde ich. Also es ist ja auch wirklich total blöd zu tippen und... Ich komme da nicht ran und nicht hoch. Das ist das Problem.
das dann zu beschreiben, so nebenbei auf die Schnelle. Ist ja eh überhaupt, über was reden wir eigentlich? Na gut, dann ab ins nächste Level. Level 2. Nee, warte mal, Level 3. Oh, shit. Ich habe das jetzt mal getestet, weil du das gerade schreibst, mit blind schreiben gelernt. Ich kann ziemlich gut blind schreiben, aber wusste das gar nicht. Ich kann auch nicht 10 Finger schreiben oder so. Ich tippe mit 2 Fingern in der Regel. Na gut, mit Daumen für die Leertaste schon. Aber ich kann trotzdem ziemlich gut blind auf der Tastatur tippen mittlerweile. Aber ich wusste das bis vor kurzem nicht. Ich habe mir das aus irgendeinem Grund vor kurzem mal gedacht, ob ich eigentlich blind schreiben kann. Und habe erfahren, ja, kann ich. Ah, komm schon, Bärchen. Der letzte Treffer war jetzt wirklich nicht mehr notwendig, finde ich. Oh, was bist du denn? Shield Upgrade to the Weapon. Aha, kann ich jetzt Projektile, die von vorn kommen, abwehren oder so in der Art? Keine Ahnung. Wer weiß. Ja, wenn ich schnell schreibe, gerade in einem Chat oder so, gibt es bei mir sowas wie Rechtschreibung leider auch nicht. Das kommt noch dazu. Ich würde sogar höher springen können. Da oben ist jetzt nicht mal, naja, eine Münze, aber trotzdem würde ich irgendwie gern höher springen können. Stacheln für Kristalle ist gerade eine schlechte Idee. Goldkiste geht nicht. Geheimer Raum. Ja, hier wären 2 Möglichkeiten, wo er sein könnte. Ich wähle mal die obere. Schade. Hätte ja sein können. Oh, ein Schlüssel in der Kiste. Sehr cool. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Immerhin, den heben wir jetzt mal auf. Check. Noch 2 Münzen, dann kann ich mir beim nächsten Gegner, beim nächsten Boss, beim nächsten Händler, so, wahrscheinlich was einigermaßen Sinnvolles leisten. Und hier liegt noch eine. Yes. Ich mag diesen Stil von dem Spiel schon irgendwie. Dieses abgefuckte Nachtclub-Szenario, aber mit ganz viel so Anlehnung an so alte mythologische Gottheiten. Irgendwie ist das ziemlich stylisch.
Kablammo! Sehr gut. Der Affe sieht jetzt im Grunde quasi aus wie der Affenkönig, dieser mythologische chinesische, und greift jetzt Gegner im Nahkampf an. Wahrscheinlich mit einem Stab, oder? Ich weiß es nicht, aber... What? Warum ist denn mein Projektil so riesig? Weil ich so viele Objekte hier aufgesammelt habe, wahrscheinlich, ne? Cool. Leider komme ich jetzt nicht zu der Kiste, weil da ein Stein im Weg ist. Ich hätte eine Granate, aber... Hm. Ja, okay. Warum nicht? Komm her, Kiste. Ein Herz. Das kann ich brauchen sogar. Cool. Ah. Laserbarriere. Ah, hier wird schon zum Boss gehen. Okay, aber das wollen wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich könnte jetzt... Oh, aber jetzt... Obwohl, doch, okay. Machen wir. Ich opfer jetzt hier ein Herz. Ah, Mist. Ich dachte, dann wird die Leiste voll. Aber sie ist gerade nicht voll geworden. Dann war das jetzt vielleicht eher doof, hier ein Herz zu opfern, direkt vom Bossraum. Weil... ich bin ziemlich tot. Hey, Zakorak, wie kommt man denn durch so eine rote Barriere? Ich hatte das schon mal in der Demo zu dem Spiel, das ich im Vorfeld gespielt habe und bin dran gestorben. Nee, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall kriege ich Schaden und ich komme nicht durch. Aber hier gibt es noch einen Weg zu erkunden. Das ist gut. Oh Mann, ey. Ich bin tot, oder? Nein, ich lebe irgendwie noch, glaube ich. Keine Ahnung, was in dem Raum gerade passiert ist. Aber ich bin am Leben. Hey, blockt die Kugel meine eigenen Projektile? Ist die eigentlich bescheuert? Ich glaube, ich mag den Stein nicht besonders gerne. Der ist ja doof. Das sieht nach einem Geheimraum aus, oder? Aber wer weiß. Das weiß ich nicht, ob man das wirklich so erkennen kann. Aber hilft eh nichts. Aber was vielleicht gehen würde, wäre hier noch zum Händler zu schauen. Aha, eine neue Waffe. Ich würde fast gern das Herz kaufen, weil ich bin fast tot. Aber bei einer neuen Waffe kann ich natürlich nicht nein sagen. Die achte Farbe. Das erinnert ein bisschen an die Waffen, die man sich an diesem Physik-Pixel-Spiel, das du mir auch empfohlen hast, Zakorak, zusammenbauen kann. Die Zauberstäbe. So Sternprojektil-Doppelschuss-Laser. Sternprojektil-Doppelschuss-Laser. So ein bisschen. A Wizard Secret Weapon. Ist sogar eine Zaubererwaffe. Extra Crystal Container when your weapons is upgraded. Okay. Interessant. Es gibt einen Bauarbeiterhelm. Ah, der schützt einen vor Stacheln, Laser und so Sachen. Alles klar. Habe ich nicht. Schlüssel habe ich nicht. Bombe habe ich nicht. Ja, dann gehen wir mit einem halben Herz zum Endboss. Das wird wahrscheinlich ein kurzer Spaß, aber was soll ich machen? Hoffen wir einfach, dass die Magierpistole unglaublich gut ist und den jetzt auf einen Schuss wegbrutzelt. Was bestimmt der Fall ist. The God of Guns. Der wäre eigentlich nicht mal super schwer, aber leider in meinem Zustand schon.
Ist er tot? Yeah! Flawless victory! Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, dass ich den hinkriege. Aber der ist auch wirklich nicht schwer. Ein Schmiedehammer. Clang, clang, clang. Upgrade your weapon. Increase your weapon's damage. Cool. Cool. Ja, dann ab ins nächste Level. Mit einem halben Herz ist das halt jetzt leider ein bisschen doof. Blöder Einstieg. Aber das wird schon. Muss stark sein. Kein Schlüssel, keine Granate, kein gar nichts. Ah, und ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Ich weiß nicht warum, aber ich lebe. Die Waffe ist schon ganz gut. Cool. Jetzt kann ich halt leider hier nichts mehr an irgendwelche Dämonen opfern. Weil sonst bin ich tot. Na, nimm das Ei. So, danke. Ah. Aber 3 Freispiel-Tokens, das ist doch super. Ach, der Dämonraum wäre jetzt offen gewesen. Der hätte mich eventuell vielleicht retten können, wer weiß. Aber leider so nicht. Oh, die kosten 4, die nächsten Sachen. Find the stones with the colored marks and blast them open to earn your prize. Cool. Oder? Walk around this room could create such beautiful music. Aha, dann gibt's einen Pianoraum. Als Gag quasi wahrscheinlich. Interessant. Cool.